Hallo, wir sind die Broschks. Hi. Wir sind heute an die Eisensteinmühle gefahren und werden heute den Flusswanderweg uns erschließen. Geht, wie der Name schon sagt, am Fluss entlang. Und auch hier ist es wieder sehr idyllisch, Postkartenmotive. Ja, und wenn ihr Lust habt, seid ihr dabei. Bis dann. Wow. Ja, das sind auch ordentliche Fichten hier. Schön. Richtig geil. Ich komm schon. Rotfüßchen, ja? Ja. Na, komm.
Tag ist das wieder herrlich heute. So herrlich. Ein wirklich schöner Wanderweg, muss ich sagen. Also der erste Teil war so ein bisschen so ein kleiner verschwundener Pfad, geschwungener Pfad. Und das hier ist zwar ein Wirtschaftsweg, aber schön zu laufen, macht richtig Spaß, tolle Umgebung. Ja, und das Wetter, Hammer. Wie kann man so viel Glück haben? So, wir haben den Fluss verlassen. Es geht jetzt schön bergauf. Irgendwie so 45 Grad. Wir sind schon lange den kleinen Berg hochgelaufen. Als wo wir sind. Da ist schon wieder jemand am Meckern. So schön hier. So schön. Ja, der Berg ist noch schöner. Und? Macht Spaß? Ich auch. Macht mehr Spaß. Frag die Luna. Luna, hast du Spaß? Die guckt mich schon nicht mehr an. Oh, guck mal, wie viel Spaß du hast. Ich glaube, in Zukunft werde ich die Routenplanung meiner Frau überlassen. Ja, okay. Dann bin ich wenigstens nicht ständig schuld. Ne? Das wäre ja mal was. So. Ja. Ich sehe gerade, wir hätten auch da unten entlang gehen können. Da hätten wir gar nicht den Berg hochgemusst. Aber hallo. Die, die Tour sagt, wir sollen hier hoch. Ne? Ja. Da, da, ja. Quer, warum quer darüber? Da ist Schatten. Ja. Oh, Berg runter. Ja, hier geht's doch auch Berg runter. Ja, mit der Sonne. Wir machen denn mal eine Pause. Ich koche uns mal mit frischem Quellwasser. Ein lecker Teechen, Ingwer, Zitrone, Douglasie, sehr lecker. Ja, die Tour ist jetzt nicht so lang heute. Die Luna ist wie so ein Teenager relativ lustlos. Deswegen haben wir auch nur eine kleine Tour heute uns ausgewählt. Sie hatte jetzt nur 8 Kilometer. 6 davon haben wir jetzt schon gemacht. Das heißt, es sind jetzt nur noch 2 Kilometer. Und ja, wir kommen dann nachher nochmal auf diesen süßen, traumhaften Trampelpfad direkt am Fluss entlang. Und da sehen wir uns dann nochmal. Ja, wir sind immer noch hier, weil dieser Platz ist unfassbar schön. Vor uns ist ja eine riesengroße Wiese, umsäumt vom Wald. Hier weht so ein schöner, frischer Wind. Es ist so ein bisschen halbschattig. Es ist extrem angenehm gerade hier. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe hier das leckere Teechen. Und es ist so lecker. Ja, kann ich nur empfehlen. Ingwer und Zitrone sind schon alleine ziemlich geil. Wenn man dann noch Brombeerblätter oder Früchte, Brennnessel, Salbei oder auch ein paar Blaubeeren damit reinmacht. Ist toll. Ja, und hier knarzt irgendein Tier. Macht hier komische Geräusche. Ja, ich bin ja ganz dazu. Marco ist schon ganz schockerlich. Sie hat Hunger. Na bestimmt. Sie hat schon ein bisschen an mir geknabbert. So, hier der Kurs Bayerisch für Anfänger, Lesson 1. Ja, na sowas. Jo säckelt sie mint no mei.
Jetzt du. Du Sackelzement. Wie? Wie bitte? Nein. Du Sackelzement. Du Sackelzement. Lesson 2. Ich gehe nach da oben. Ich gehe da oben. Wie bitte? Nein, Schatz. Ich gehe da oben. Jetzt du. Nein, ich kann es nicht. Ich gehe da oben. Man bemerke, Bayerisch ist eine sehr kräftige Sprache. Ja, Bayerisch ist so eine kräftige Sprache. Das Ding kommt so richtig von unten raus. Die ist so stark, als wenn man nicht mehr gucken kann. Das ist so wunderbare Sprachen hier jetzt. So, Lesson 3. Nun verwenden wir Lesson 1 und Lesson 2 im Zusammenhang und hängen noch eine kleine Beleidigung hinten dran. Du Sackelzement, ich geh da oben, du Rindfisch, du Satums. Du Rindfisch, du Satums kannst du auch. Nein, bitte, bitte den ganzen Satz. Du Sackelzement, ich geh da oben, du Rindfisch, du Satums. Ich kann's nicht. Wie, du kannst es nicht? Ich kann's nicht. Jetzt bitte noch mal ganz von vorne. Nein, Schluss, Schnitt. Los! Schnitt. So, also wir haben jetzt unseren Hintern dann doch nochmal von dieser wirklich schönen Stelle, von diesem wirklich schönen Ort bewegen können und werden jetzt mal weiterlaufen und die letzten Kilometer hinter uns bringen. Die Luna will nicht. Die Luna will nicht. Komm, Luna! So, wir sind jetzt noch ungefähr 500 Meter von unserem Parkplatz entfernt. Das heißt, auch diese Wanderung haben wir hinter uns gebracht. Und ja, was ich sagen muss, der Anfang dieser Wanderung, der auch gleichzeitig das Ende dieser Wanderung ist, weil man kommt auf diesen Weg hier zurück, ist auch der schönste auf der ganzen, auf dem ganzen Weg. Ja, also später, wenn es dann hochgeht auf den Berg, über diesen grob schottigeren Weg, das war auch für einen Mensch, nicht nur für Hunde, wirklich scheiße unter den Füßen. Also das hat gar keinen Spaß gemacht. Ja, und ansonsten war es halt eine eher kleine Tour. Ja, klein. Die eine Stelle war da noch so schön. Wo haben wir gesessen? Ja, ja gut. Berghoch war wieder anstrengend. Wie immer. ja, aber ich finde auch dieses Stück, dieser Anfang hier, war das Schönste hier. Da läufst du die ganze Zeit am Wasser. Es ist richtig alles mit Moos bedeckt und so richtig tolle Wald. Ja. Und auch, der Bach hier sieht ganz toll aus. Auch der ist mit Wasserpflanzen, die so richtig hellgrüne Farbe haben, bewachsen. Sieht auch hammergeil aus. Ich habe ja versucht, da ein paar Unterwasseraufnahmen zu machen. Mal schauen, ob sowas geworden sind. Ja, ansonsten war es eigentlich ein ganz schöner Tag. Jo. Wir werden jetzt noch was einkaufen, damit wir was zu essen haben heute Abend. Und dann werden wir den Tag ganz relaxed ausklingen lassen. Ja, machen wir. Ich krieg noch meine Eisschokolade. Ach ja, sie kriegt noch eine Eisschokolade. Habe ich fast vergessen. Ja. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Wenn euch das alles gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Wir freuen uns. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Alles ist willkommen. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Nehme mir die auch wirklich zu Herzen und versuche mich zu verbessern. Oder wir versuchen uns zu verbessern. Ja, und das geht halt nur mit ein bisschen Feedback, damit wir auch wissen, wo unser Verbesserungspotenzial noch steckt, weil selber merkt man es vielleicht gar nicht so. Und wenn euch alles richtig gut gefallen hat und ihr an unseren nächsten Abenteuern auch teilhaben wollt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne ein Abo dalassen. Ich sag dann mal tschüss, bis denne denn. Bye bye.